Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal, mein Name ist Reiter, wir sind in Folge 178 von Avorion. Wir hatten letztes Mal hier diese Exodus-Geschichte gemacht, aber das war gar nicht unser Ziel, sondern unser Ziel ist eigentlich das mit der Forschungsstation. Jetzt müssen wir in Sektoren kommen, wo Schiffe sind, die wir befragen können, wo diese Satelliten sind, damit wir die wieder kaputt machen und irgendwann dieses Forschungslabor erscheint, dass wir das zerstören können. Nach dem Intro gucken wir uns das dann weiter an. Bis gleich. So, dann schauen wir mal hier in die Karte. Also wir sitzen jetzt direkt hier neben. Fliegen wir einfach mal zu... Ja, eigentlich würde ich gerne weiterfliegen. Eigentlich würde ich auch gerne hier irgendwelche gelben Blips aufdecken, ne? Aber wir machen es mal mit dem da. Geben die Koordinaten ein und schwenken darüber und... Lassen das berechnen, gehen schon mal auf Vollschwung, dann können wir Anlauf nehmen für den Hyperraumantrieb, ne? Zack, auf geht's. Scheiße, die gelben Blips, alles Piraten, ne? Waren die letzten ja auch. Haben wir uns ablenken lassen? Naja, aber manchmal bringt's das ja. Gut. Ladebildschirm kann jetzt mal bitte weggehen, damit wir weiterkommen. Na, jetzt noch was? Ja, und da sind die nächsten Piraten, ne? Die schießen da auf irgendwelche anderen Leute, oder wie sehe ich das? Hardcore-Pirat. Und den sind wir im Krieg. Okay, und da oben sind auch noch welche. Warte mal, das sind jetzt hier. Die bekämpfen sich gegenseitig. Ist ja auch cool, oder? Ach so. Er macht hier schon Mucken. Was ist das für ein Hardcore-Pirat? Okay. Ne, der war das gar nicht, den wir jetzt angegriffen haben, oder doch? Ist aber auch erstmal nicht so wild. Entscheidend ist, dass wir mal da rumkommen, ihn ins Feuer zu nehmen. Wo sind denn jetzt mal welche, die wir so richtig angreifen können, ohne dass wir ein Problem haben? So, jetzt geht's aber, oder? Ja, der Thomas Stehler hatte uns ja, glaube ich, geschrieben, dass wir unsere Steindings da, wo wir es ein bisschen schlecht haben. Und dass die dann, sag schon, unser eigener Schutz da im Weg steht für die Kanonen. Ne? Da müssten wir die aufstocken sozusagen. Eine Gruppe fremdartiger Schiffe ist erschienen. Ist das jetzt schlecht für uns oder gut? Das sind jetzt Rotan-Fregatte, die will ich nicht jetzt. Aber die schießen auf mich, das ist also schlecht. Naja, dann müssen wir die gerade auch noch mit wegmachen. Das ist da unten jetzt ein Port gerade gewesen, oder was? Hm. Geht das jetzt oder geht das jetzt nicht? Wir sind noch nicht zu weit jetzt, oder? Oh, jetzt müssen wir hier auch noch um so ein Ding rum, ey.
So, jetzt geht's ja. So, den haben wir erledigt. Jetzt kommst du da oben dran. Wer ist das denn überhaupt? Ist das Xotan? Ne, der ist der Hardcore-Pirat. Machen wir den gerade erst kaputt. So. So ein bisschen näher ran. So geht's aber, oder? Das ist zwar jetzt gerade ein bisschen doof, weil wir ordentlich einen auf die Hucke kriegen, aber anders sehe ich gerade nicht das Glück, den da kaputt zu machen. Können wir den da mal wieder ins Visier nehmen? Hat jetzt noch sein Schild sogar wieder aufgebaut, so ein Shit. Aber jetzt kriegen wir ihn, oder? Schild erstmal weg ist, dann geht's voran, ne? Ja, Schild ist aber gut aufgebaut schon. Kriegen wir jetzt mal kaputt. Kann ja nicht so schwer sein, oder? Und jetzt. Ja, noch zwei Schuss, dann ist er weg, oder? Das ist schon erledigt. Kurz dran vorbeifliegen, die Sachen einsammeln. Keine Ahnung, was wir da haben noch. Und ist das ein außergewöhnliches? Okay. So, wo ist er? Hinter uns irgendwo. Ist nur noch einer, glaube ich, oder? Die haben sich schon so weit gegenseitig dezimiert, dass ich nicht mehr so viel machen muss. Und der hat irgendwie einen Hafen da dran. Auf jeden Fall ein Hafensymbol. Aber den machen wir jetzt auch gerade noch fertig und dann sind wir hier wieder safe. Okay. Ne, da muss noch einer rumfliegen. Ich dachte, wäre nur noch einer, aber ist wohl nicht. Da ist nichts zum Holen. Dann bist du jetzt noch dran. Das ist eine Xotan-Fregatte, okay. Die hat jetzt gerade ihre Schilde verloren. Und dann machen wir jetzt noch gerade den Rest kaputt. Und tschüss. Ja, die müssten wir abwracken, um da was rauszuholen wahrscheinlich, ne? Jetzt steht hier aber nicht Sektor cleared, oder? Oder musste ich nicht Sektor clearen? Tja, weiß ich auch nicht. Müssen wir mal gucken. Schauen wir mal, wie wir weiterkommen, das Ganze. Aber hier machen wir mal einen Schlussstrich, denke ich mal, drunter. Und wir gehen jetzt, springen jetzt weiter irgendwo in einen Sektor, wo wir mal ein Schiff fragen können, damit wir da weiterkommen, ne? Oder? Das bringt ja so jetzt gerade nichts, denke ich. Das ist ja richtig doof, oder? Lade Hyperraumantrieb auf und schauen wir mal da rein. So, da ist ein Tor, aber Tore brauchen wir nicht anspringen, bringt ja nichts. N drücken für Schiffe, aber hier sind wir nur. Das hat uns also auch nicht gerade weitergeholfen.
Was hatte der Thomas Stede geschrieben? Schnellreisen ist hier 1, 2, 3, der vierte Punkt oder was? Nee, da ist der vierte Punkt. So, dann reist er auch schnell, ohne dass wir das machen, oder was? Ja, dann macht er das selber. Das Schnellreisen ist nichts anderes wie das mit dem Shift-Taste, oder sehe ich das jetzt falsch? Ja, müssen wir gucken. Müssen wir gucken. So. Schiffe. Hier gibt es ein paar. Frachter. Der Frachter, der weiß das. Den können wir fragen. Wo ist mein Heimat? Gib mir eine Hand. Gibt es hier etwas Interessantes? Forschungssatellit. Meinst du, den hat irgendwelche gerade? Ja, genau die. Ich habe einen gesehen. Warte, lass mich schauen, wo das war. Ah, hier. 139 minus 147. 139. Ne. 139. Minus 147. Da unten müssen wir hin. Ne, nicht ins Computer eingeben. Wir wollen das jetzt so machen, wie der Thomas das gesagt hatte. Ne, nochmal. Und dahin. Reise. So funktioniert das. Okay. Schnell. Schnelligkeit. Schnell. Gefahrenhinterhalt 6. Starten. Okay. Und wie kriege ich das jetzt hier mit so hin? Gibt es da jetzt ein Symbol gleich oder lädt ein Ladebildschirm oder... Wie geht das Schnellreisen? Ach, ich sitze in einer Drohne. Okay. Verbleibende Zeit eine Minute. 84% abgeschlossen. Okay. Das bedeutet, wir können Koordination eingeben, Sektor markieren, Koordinaten mal eingeben. Nee, ich kann da jetzt nichts machen, glaube ich, ne? Ich kann da ja nicht hinspringen. Ich muss gleich hier gucken, wenn der da ist, dass ich dann da hinspringe. Oder wie sehe ich das? Ja, leider zählt die Zeit nicht runter. Und... Ah, jetzt ist er am Zielsektor angekommen. Das heißt, wir können in Traveler wieder wechseln und dann sind wir da schnell hingesprungen, sozusagen. Dann schauen wir uns das mal an, dass wir da reinkommen und dann da weitermachen, oder? So, da haben wir schon einen von diesen Satelliten, der da wieder ist. Den müssen wir kaputt machen und dann sollten wir vielleicht den einen oder anderen noch kriegen. Und der wird uns dann hoffentlich dieses komische Schiff bringen. Ist schon kaputt, der Satellit, oder? Ja. Ist da was dran? Er sieht ein bisschen so aus, aber das ist blau. Eigentlich ist das jetzt nicht so wichtig, oder? Und da war noch ein Treffer unterwegs, der dann erst später dahin gekommen ist. Ja. Also den haben wir jetzt erledigt. Und ich kann jetzt hier... vielleicht hat er eine Nachricht. Ich hätte vielleicht erst wieder fragen müssen, oder wie war das? Was ist denn das für ein Ding hier? Kann ich den auch anklicken? Nee, ne? Wohl nicht. Aber irgendwie saugt er den jetzt auch nicht ein, das blaue Ding. Verstehe ich jetzt nicht. Ah, jetzt kommt er erst rein. Generatorverstärker, okay. Und 6 Trinium haben wir gekriegt. Und das hier ist das Wrack. Was mir aber auch nichts mehr hilft. Gut, das heißt, wir können jetzt wieder gucken, dass wir woanders hinkommen. Wo es Zivilisationen gibt, die wir dann wieder fragen können, was wir machen sollen. Also wo wir so einen Satelliten finden. Gut, aber ich würde sagen, wir machen erst hier einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.